Möchtest du gerne in Kryptowährung investieren und hast noch nicht den geeigneten Broker dafür gefunden? Ich stelle dir in den kommenden Minuten den Kryptobroker Bitpanda vor. Alles, was du darüber wissen musst, inklusive allen möglichen Vor- und Nachteilen, beschreibe ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Die Asset-Klasse Kryptowährungen wächst und wächst. Kein Investor kann sich diesem neuen Spektrum des Investierens mehr entziehen. In den letzten Jahren hat der Kryptomarkt einen beispiellosen Aufstieg hingelegt. Viele Rückschläge gab es auch zu bewältigen und auch viel Skepsis ist bis heute im Markt drinnen. Nichtsdestotrotz haben die Gründer von Bitpanda, Erik Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer, relativ früh die Zeichen der Zeit erkannt und gründeten das Unternehmen im Oktober 2014. Mittlerweile gibt es über 400 Mitarbeiter in der ganzen Welt und bei der letzten Funding-Runde, das ist Stand Mitte August jetzt, hat das damalige Startup über Investoren noch einmal 263 Millionen Dollar eingeheimst. Davon waren bereits im März 2021 bei einer ähnlichen Runde 170 Millionen Dollar eingesammelt worden und im September 2020 52 Millionen Dollar. Damit kommt das Wiener Unternehmen auf eine Marktbewertung von mittlerweile über 4 Milliarden US-Dollar. Damit ist es in Österreich das wertvollste Startup und zugleich ein Unicorn. Darunter versteht man ein Unternehmen, das als Startup startet und die magische Grenze von 1 Million Dollar als Bewertung überschreitet. Das waren jetzt mal die aktuellen Hintergrundinfos und etwas die Geschichte von Bitpanda. Aber damit du jetzt einen Überblick bekommst, ob es sich lohnt, bei Bitpanda ein Konto zu eröffnen, sehen wir uns jetzt einmal die wichtigsten Facts für dich als Investor an. Bitpanda ist ein eingetragener Dienstleister von digitalen Assets und unterliegt der Finanzmarktaufsicht in Österreich. Der Sitz der Firma befindet sich in Wien. Sprich, du hast hier einen Broker, der aus Österreich ist und da wirft sich wohl gleich für die meisten die Frage auf, ist Bitpanda steuereinfach? Und diese Frage möchte ich gleich zum Start klären und die Antwort ist ein klares Nein. Der Grund ist einfach erklärt. Anders als bei Aktien werden Kursgewinne nicht mit der Kapitalertragssteuer, sondern mit dem persönlichen progressiven Einkommensteuertarif besteuert. Daher musst du dich hier immer selbst um die korrekte Abführung der Steuern kümmern. Mehr zum Aspekt der Steuern gibt es im YouTube-Video von Matthias, was ich dir hier oben verlinkt habe. Für weitere Informationen besuche unsere Website finanzenverstehen.at. Bitpanda bietet dir in deinem Bitpanda-Dashboard jedoch einen Jahresverlauf an, zum Einsehen und zum Herunterladen. Mit diesem kannst du deine Einkommensteuererklärung durchführen. Zudem ist Bitpanda mit Blockbit eine Kooperation zur einfacheren Besteuerung deiner Kryptowährungen eingegangen. Ein kurzer Exkurs dazu, Blockbit ist ein österreichisches Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Besteuerung von Kryptowährungen für jedermann zu vereinfachen und dir eine rechtskonforme, für das österreichische Finanzamt korrekte Steuererklärung zur Verfügung zu stellen. Näheres dazu findest du auf der Website von Blockbit. So, aber jetzt wieder zurück zu Bitpanda. Was bietet dir Bitpanda für Leistungen an? Stand Mitte August 2021 kannst du 67 Coins handeln. Darüber die gängigsten wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, Ada, Litecoin und so weiter. Sowie darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in 3 Kryptoindizes und 4 handelbare Rohstoffe zu investieren. Dabei handelt es sich um Gold, Silber, Palladium und Platinum. Du hast auch die Möglichkeit, mittels Sparplänen regelmäßig in Kryptowährungen zu investieren. Diese können individuell wöchentlich, alle 2 Wochen oder monatlich ausgeführt werden. Dabei werden dir alle verfügbaren Coins auch im Sparplanverfahren angeboten. Das Angebot wird laufend erweitert, daher ist mit einer steigenden Auswahl zu rechnen in der kommenden Zeit. Schauen wir uns im nächsten Schritt die wichtigsten Kosten an. Du hast bei Bitpanda keine Depot- und Kontoführungsgebühren. Die Kaufspesen für den Handel der Kryptowährungen betragen 1,49% beim Kauf und Verkauf. Bei den Rohstoffen musst du mit den Aufschlägen und Ordergebühren zwischen 0,5% und 2,5% rechnen. Hinzu kommt hier eine wöchentliche Lagergebühr zwischen 0,0125% und 0,025%. Bist du Bitpanda Pro User, sind die Gebühren lediglich bei 0,10% bis 0,15% beim Kauf oder Verkauf. Bitpanda Pro ist die Exchange für professionelle Trader und institutionelle Kunden, die Trading-Bots mit deren API verbinden können. Hier kannst du dir auch Limits-Order setzen für Coins, was auf deren normalen Bitpanda-Version nicht möglich ist. Der Handel erfolgt über deren hauseigenen App oder der Desktop-Version. Wie sieht es eigentlich mit einer gesetzlichen Einlagensicherung aus? Eine gesetzliche Einlagensicherung ist bei Kryptowährungen nicht vorgesehen. Daher ist ein Totalverlust des kompletten Kapitals sowie den Coins möglich.
Allerdings sind die Sicherheitsstandards bei Bitpanda ausgezeichnet, denn der größte Teil der Kryptoreserven liegen auf einer Cold Storage. Das bedeutet, dass der Ort, an welchem die Kryptowährungen liegen, nicht vom Internet aus erreichbar sind. Die Rohstoff- bzw. Metalltokens werden als physische Gegenwart in der Schweiz bei Brinks in einer hochmodernen Tresoranlage gelagert. Du kaufst daher keinen physischen Rohstoff, der zu dir geliefert wird. Es gab im Jahr 2021 jedoch auch schon eine Neuerung bei Bitpanda, auf die ich jetzt bewusst noch nicht eingegangen bin. Im April 2021 kam noch eine Erweiterung des Assets dazu. Seitdem bietet Bitpanda nämlich auch den Handel mit ETFs, Aktien und Teilaktien an. Jetzt könnte man vermuten, dass zumindest hier eine Steuereinfachheit vorherrscht. Doch auch hier weit gefehlt. Auch hier gibt es keine Steuereinfachheit. Das Problem liegt darin begraben, dass gekaufte Aktien nicht wie bei Brokern physisch hinterlegt werden, sondern du viel mehr Derivate kaufst. Diese werden bei der Partnerbank physisch hinterlegt. Die Partnerbanken sind hier die BNP Paribas und Lang und Schwarz. Doch wie funktioniert jetzt der Handel mit diesen Derivaten? Erstmal kauft Bitpanda deine gewünschte Aktie bei der Partner Exchange. Die Depotbanken lagern im nächsten Schritt deine Aktie sicher in ihrem Depot. Und dadurch bietet sich auch an, in Teilaktien via Derivate zu investieren. Eines gleich vorweg, diese sind 100% gesichert. Diese sind durch physische Assets gesichert und liegen bei einer der beiden Partner-Depotbanken auf. Somit erkaufst du dir sozusagen das Recht auf eine Aktie deines ausgewählten Unternehmens. Der Handel der Bitpanda Stocks ist rund um die Uhr möglich. Du kannst hier ab einem Euro investieren, hast doch hier keine Depotgebühren oder Verwaltungsgebühren und sowie seriöse Partnerbanken im Hintergrund. Der Handel mit engen Spreads ist laut Bitpanda möglich. Die Nachteile sind klar, dass du physisch keine Aktien, sondern Derivate kaufst. Du kannst nicht einsehen, wie eng diese Spreads sind. Es stellt zudem auch kein Sondervermögen dar, wird rechtlich allerdings ähnlich gehandhabt. Das Emittentenrisiko hast du auch und die Steuer einfach, wie gesagt, ist auch hier nicht gegeben. Kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Feature von Bitpanda. Und zwar haben sie den Bitpanda Ecosystem Token geschaffen, auch abgekürzt als BEST. Diese initiiert sich als BEST Ökosystem und du kannst dir dabei Vorteile und Ermäßigungen mit dem hauseigenen Bitpanda Ecosystem Token verschaffen. Zusammengefasst gibt es einige Vorteile, die dir dieser Token bringt. Du bekommst Ermäßigungen auf Trading-Aufschläge und engere Spreads sowie einen garantierten PEST-Mindestwert beim Bezahlen der Trading-Aufschläge. Darüber hinaus bekommst du regelmäßige Token-Burns, um den Vorrat an Token zu reduzieren. Es gibt auch das PEST-VIP-Voting, bedeutet, wenn du mindestens 5000 PEST-Token hast, bekommst du ein Mitentscheidungsrecht, welche digitalen Assets Bitpanda als nächstes hinzufügt. Zusätzlich hast du geringere Einzahlungsgebühren, wenn du mit Sofortüberweisung oder Kreditkarte Geld auf Bitpanda überweist. Für weitere Informationen habe ich dir unter diesem Video den Link zu Bitpanda zur Verfügung gestellt. Eine weitere Komponente ist die Bitpanda Visa Debit Card mit Cashback. Diese kann freiwillig angefordert werden. Hier wird die Möglichkeit angeboten, weltweites Bezahlen mit deinen Kryptowährungen bei allen Visa-Akzeptanzstellen durchzuführen. Die Bitpanda Card ist eine Debitkarte, mit welcher du dein Fiat-Geld, deine Metall-Wallets sowie dein Krypto-Wallet verfügbare Guthaben ausgeben kannst. Ebenso sind damit Online-Zahlungen, Einkäufe in Supermärkten sowie Bargeldbehebungen aus Geldautomaten möglich. Du hast dabei keine Kartengebühren, keine monatliche Kontogebühr, jedoch Gebühr bei der Zahlung in Nicht-Euro bei einer Bargeldabhebung. Erhalte Cashback in Bitcoin bei jeder Zahlung mit der Bitpanda Visa Card. Für weitere Informationen gibt es auch hier den Link in der Bio. So, das waren alle wichtigen Fakten zu Bitpanda. Wie sieht nun unsere Meinung dazu jetzt aus? Nun, Bitpanda hat sich in den letzten Jahren vom Krypto-Startup zum größten europäischen Krypto-Broker entwickelt. Mit dem Schritt des Aktienhandelns wollen sie auch den Wertpapiermarkt als Broker aufmischen. Mit Orderkosten ab einem Euro unterbieten sie alle österreichischen Broker und positionieren sich auf diesem gleichen Level wie etwa Trade Republic. Ob die Umsetzung Zukunft haben wird, wird sich zeigen. Mit Bitpanda können zurzeit 67 Kryptowährungen gehandelt und bespart werden, was für uns ein sehr gutes Angebot darstellt. Besonders die Sparpläne sind reizvoll, da sie den Cost-Average-Effekt ausnützen und bei den volatilen Assets wie Kryptowährungen absolut Sinn machen. Hinzu kommt, dass mit wenigen Klicks diese Sparpläne pausiert oder gelöscht werden können, sowie die Sparraten geändert werden können. Für uns sind die Kosten in einem fairen Rahmen und auch hier sehen wir einen langfristigen Horizont. Für uns ist Bitpanda der Broker, wenn es um das Thema Kryptowährungen geht. Wir nutzen alle drei diesen Broker für unsere Coins. Besonders Bitpanda Pro ist durch die nochmals niedrigeren Kosten
und durch das Stellen von Limit-Ordern sehr interessant und wird auch von uns genutzt. Für einen Anfänger ist das normale Bitpanda zum Start völlig ausreichend. Für Fortgeschrittene empfiehlt sich Bitpanda Pro, um tiefer in die Materie eindringen zu können. Für uns ist es eine gute Möglichkeit, mit Bitpanda an der Assetklasse Kryptowährungen mitzupartizipieren und einen kleinen Teil des diversifizierten Portfolios dort anzulegen. Bei allen anderen Assets sind wir jedoch etwas skeptischer, zum Beispiel bei den Bitpanda Stocks. Aktien und ETFs sind hier für uns kein Thema, da du hier nicht physisch die Aktien erwirbst, sondern Derivate kaufst. Hinzu kommt, dass das Angebot noch recht dünn ist und es hier keine Steuereinfachheit gibt. Wir sind zudem keine Freunde von Rohstofftokens. Rohstoffe wie Gold oder Silber sind unserer Meinung nach in der physischen Form sinnvoller. Eine Alternative wäre hier auch eventuell der Goldsparplan der Dadat Bank. Denn du kaufst dort physisches Gold, welches auch für dich gelagert wird. Aber das ist nur eine von vielen verschiedenen anderen Möglichkeiten. Eines möchte ich euch noch abschließend mit auf den Weg geben. Wenn ihr euch dafür entscheidet, in Kryptowährungen zu investieren, dann wägt bitte für euch vorher das Chancen- und Risikoverhältnis ab. Ob es für euch Sinn macht, in diese Assetklasse zu investieren. Seid euch bewusst, dass ihr gute Nerven braucht, um die hohe Volatilität zu akzeptieren. Falls ihr euch jetzt entscheidet, euch mal Bitpanda näher anzusehen, gibt es auch hier für euch den Link unter diesem Video. Wie gesagt, es gibt keine Depotkosten oder Kontoführungsgebühren. Deswegen könnt ihr euch mal entspannt anmelden und reinschnuppern. Für weitere Fragen könnt ihr uns gerne unter diesem Video kommentieren, uns gerne einen Like dalassen und im Idealfall auch den Kanal abonnieren. So, das war's jetzt auch schon für dieses Mal. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.